told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles mit der großen Mod Age of Kalimitos. Ich habe die letzten zwei Tage und auch Nacht so ein bisschen reingesuchtet. Ich hatte auch einiges aufgenommen, aber habe mich jetzt entschlossen, da so viel Chaos entstanden ist. Ich schieb's mal auf die Übermüdung. Jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung zu machen, weil ich hatte hinterher selber keinen Durchblick mehr, was da alles so geschehen ist. So, das erste, was geschehen ist, wir haben drei neue Brood Ladies. Zwei davon habe ich schon ein wenig gelevelt. Einmal sie auf Stufe 15. Einmal sie auf Stufe 15. Die dritte habe ich nicht genommen, weil ich diese Stormhold-Tänzerin habe. Die einerseits cool ist und andererseits mich dann zwischendurch zu Tode genervt hat. Also erstmal finde ich es ganz cool, dass sie nicht die ganze Zeit tanzt, wenn sie so rumsteht. Dass sie ein paar andere Bewegungen hat. Also sie steht halt da. Manchmal haut sie sich auch selber auf den Hintern. Doch sobald wir sie auf Folgen nehmen, ändert sich das Ganze. Vorführeffekt. Die muss ich jetzt, glaube ich, einmal bewegen. Was bei ihr äußerst schwierig ist. Dass sie sich mal zu einem gesellt. Da ist sie. So, und jetzt? Es gibt doch nicht. Warum macht sie es denn jetzt nicht? Sie hat sich die ganze Zeit immer direkt hingelegt und hat angefangen zu tanzen. Und also entweder hat sie gelegen oder getanzt. Das heißt, sie kam eigentlich immer zu spät zur Party. So wie jetzt. Oder alternativ legt sie sich auf den Boden. Was irgendwie ein bisschen weird ist. So wie jetzt eben. Ne? Jetzt tanzt sie mal wieder. Zwischendurch haut sie sich auch mal selber auf den Popo. Das macht sie auch ganz gerne. Ich hatte verschiedenste Rüstungen. Eigentlich habe ich alle Rüstungen aus der Grimms Production Mod bei ihr ausprobiert. Und habe mir dann jetzt zum Schluss noch die Rüstung von 2B runtergeladen. Und ich wollte ihr einfach mal was anderes geben. Ja, gekommen bin ich zu ihr eher zufällig. Und dann gehen wir jetzt erstmal auf die Map. Ich war hier unten am Eingang zur Arena, war ich noch ein paar Mal, aber da spawnen immer nur die gleichen Handwerker, Fischer, Brauer, Minenarbeiter, nix, was sonst noch irgendwie interessant wäre. Ich bin dann einmal hier oben entlang, weil ich dafür eine Herausforderung hatte. Da bin ich jetzt auf Stufe 4 vom Battle Pass. Dann bin ich, glaube ich, hier oben irgendwo lang oder hier entlang. Ja, hier bei den komischen Insektenviechern. Und dann habe ich hier Nekadas Foothold entdeckt. Das ist auch nochmal ein Fraktionslager. Ich habe jetzt den Namen der Fraktion vergessen. Direkt oberhalb von Xaltars Zuflucht. Hier auf dem Weg zur Allee sind dann nochmal Orks. Und dann bin ich hier so quer durch. Dann war ich hier oben in der Spinnenhöhle. In dem Durchgang. Und hab gesehen, da sind jetzt alles nur noch so Riesenspinnen.
keine kleinen mehr. Da habe ich ein bisschen noch Kristalle mir geholt. Und dann bin ich hierüber runter zur Bucht der Kolosse. Und da habe ich dann ein paar Stormhold gefunden. Es waren zwei, als ich da war. Was allerdings irgendwie eher Glückssache war. Hier waren überall noch Hunde. Davon konnte ich drei farmen, weil die festgebackt waren. Und eine Riesenfledermaus. Und ein Geist. Keine Ahnung. Ich habe mir nur die festgebackten Hunde geholt, um ehrlich zu sein. Ja. Wir können gleich nochmal gucken, wo ich sie her habe. Und überraschenderweise, sie hatte 2400 Leben. Und ich habe mir gedacht, okay, ist ja nicht so dolle. Ich habe sie dann, also der Typ, der noch mit dabei war, den haben wir umgebracht und sie dann betäubt. Aber es hat ewig gedauert. Also ich habe fast einen ganzen Stahlknüppel an ihr runtergeprügelt, bis sie endlich mal bewusstlos war. Und meine drei Ladies haben ja dann noch mit draufgehauen. Ich habe ehrlich gedacht, wir kriegen die nie betäubt. Wir können uns das einmal angucken, weil ich wollte dann nochmal dahin, um zu sehen, ob da noch was anderes spawnt. Allerdings hatte ich wohl einfach nur Glück, als ich dahin gekommen bin. Denn das ist jetzt einmal hier das. Ich habe es Allianz genannt, weil mir Stormhold in dem Moment nicht eingefallen ist. Hier musste ich mein Rad wieder abreißen. Ihr seht schon, weil hier spawnen jetzt auf einmal, also die da hinten, die Typis, waren nicht da, als ich das erste Mal hier war. Da standen nur die beiden hier. Die hat jetzt sogar 2600 Leben, aber das, ja, hier ist so ein Händler, da können wir ein Buch kaufen. Mehr aber auch nicht. Hier können wir so ein bisschen Gold nehmen. Ja, und bei denen bin ich jetzt gerade noch ein bisschen vorsichtig. Aber ich wollte euch die Nummer zeigen. Ja, wenn ich noch mehr runtergehe, muss ich mir ein neues Rad aufbauen. Das hatte ich halt hier stehen. Und als ich dann wiedergekommen bin, sind die beiden am Boot nicht mehr gespawnt. In dem Lager hier oben, da spawnt auch einiges an Handwerkern. Aber da ist richtig voll. Da ist also, da sehe ich uns oder mich noch nicht. Und insbesondere zur Zeit mit dem Kampfsystem noch nicht. Da werden wir auch, denke ich wohl, ich denke zumindest drüber nach, ob wir bis Januar, ob ich dann nochmal umskille. Dass ich voll auf schwere Rüstung gehe, auf ganz viel Leben und ja, einfach versuche, Bosskämpfe zu überleben, hin und wieder mal einen Schlag Schaden zu machen und den Rest meines Falls zu überlassen. Ich muss jetzt natürlich noch, oder ich will jetzt noch, ich möchte die gerne, die sieben, die hier vorne stehen, alle auf 20 haben. Wie es bisher läuft, denke ich, aber das wird, ich weiß nicht, mindestens ein oder zwei volle Tage dauern. Also die ich Zeit habe zum Aufnehmen, damit ich das hinkriege. Oben unsere Magier und Bogenschützen haben jetzt alle ihre Rüstung. Nicht die beste, aber schon mal eine schöne Rüstung. Ja, ich würde auch gerne demnächst nochmal einen neuen Hund holen. Aber im Moment muss ich mir genau überlegen, wo ich hingehe mit dem Kampfsystem. Weil das große Problem ist einfach, dass die Bosse, speziell die Bosse, sich immer in die Richtung des Spielers drehen. Es ist nicht so, dass die einen Angriff starten und dann erstmal in die falsche Richtung gucken. Sie gucken sofort wieder in die Richtung des Spielers. Und wenn ich auf Beweglichkeit spiele, will ich den Gegner, den Boss, von hinten angreifen.
Und es geht überhaupt nicht. Ich kann zurzeit den Bossen nicht ausweichen. Und das ist eine Katastrophe. Es ist einfach eine Riesenkatastrophe. Mit dem anderen ist nicht schön. Aber da könnte man sich noch dran gewöhnen. Nur wenn ich den Boss nicht ausweichen kann, in dem Beweglichkeitsbild, was soll ich da machen? Silber. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich habe irgendwo mein ganzes Gold und Silber reingelegt. Ich habe vergessen, wo. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe angefangen auszusortieren, aufzuräumen, so ein bisschen schon mal. Jetzt habe ich vergessen, wo ich es hingelegt habe. Ja, der Jubo, wie er leib und lebt. Ansonsten können wir hier nochmal gucken. Hier spawnt immer irgendein neuer Swall, den wir anwerben können. Zwei Tische habe ich noch gefunden. Ja, das war's hier soweit. Der Gastwirt ist auch jedes Mal ein anderer. Mal ein er, mal ein sie, mal, ja. Weiß auch nicht warum, aber ist halt so. Ja, das ist so pretty much, was ich die letzten zwei Tage und die gestrige Nacht getan habe. Hab lange noch Twitch-Stream geguckt und dann dabei gelevelt. Bis mich selbst der Stream nicht mehr ablenken konnte davon, wie grausam das Ganze ist. So, ja, Gold habe ich wieder einiges dazu bekommen. Kann ich mich gerade im Moment gar nicht beschweren. Ach, hier habe ich meinen. Nee. Ach komm, tu's rein. Und das ist die Unterwäsche von unserer neuen Tänzerin. Ja, das wollte ich euch jetzt erstmal zeigen. Ist jetzt hier die Folge für Dienstag. Heute ist noch Sonntag. Obwohl in einer Minute ist Montagmorgen. Das wollte ich euch vorab jetzt einmal gezeigt haben. Und dann würde ich jetzt hier erstmal eine Pause machen. Und dann denke ich, nehme ich den Rest der Folge morgen auf. Ich gehe jetzt vielleicht nochmal ein bisschen leveln. Vielleicht gucke ich auch einfach mal, ob ich unseren Charakter jetzt umskille. Das werde ich allerdings dann über die Admin-Mode machen, dass ich meine Punkte zurücksetze, weil dafür das Funcom ein Update versaut, dafür kann ich auch nichts. Guti, ich würde jetzt erstmal hier eine Pause machen und sage einfach mal, bis gleich. Jo, da ist der Jubro auch wieder zurück. Mittlerweile haben wir Montagmorgen und unser lieber Zahlmeister hat auch mal wieder was zu sagen. Ja, ich habe gestern noch ein bisschen ohne euch gemacht, hatte ich ja schon gesagt. Wie ihr seht, habe ich jetzt auch eine Einhandwaffe und ein Schild in der Hand. Und ich habe umgespeckt jetzt eher in ein Stärke- und Vitalitätsbild rein. Unsere Begleiter sind jetzt auch gut ausgebildet, da wir über die Better Thralls Mod mehr Begleiter eh mitnehmen können. Und ja, jetzt will ich hier noch auf den Schildmeister, also komplett überleben und möglichst viel einstecken habe ich jetzt, einfach damit ich meinen Begleiter nicht hinderlich bin. Jetzt muss ich kurz überlegen, wen habe ich denn gestern noch gelevelt? Sie ist jetzt, nee, sie ist 15, die, wie habe ich den gelevelt? Die nicht, die habe ich auf 15, ja, so, also nur sie nicht. Und, also sie ist noch gar nicht gelevelt und alle anderen haben wir jetzt mittlerweile auf 15. Und sie haben, ich glaube, bis auf eine haben alle 5 Stärke, ne, eigentlich haben die alle, habe ich 5 Leben, 5 Stärke oder 5 Stärke, 5 Leben bekommen?
Nur sie hier habe ich 8 und 5 auf Beweglichkeit. Ich glaube, sie könnte auch ein ganz schönes Biest sein. Ich weiß jetzt nur gerade nicht. Sie sieht nicht so beeindruckend aus, aber eigentlich ist sie es, ne? Allerdings hat sie mich beim letzten Mal ziemlich genervt. Ich weiß jetzt nicht, wen wir mitnehmen. Ach so, was will ich machen? Ich habe mir gedacht, da wir jetzt noch den Rest der Aufnahme haben, würde ich mich jetzt erstmal zum Vulkan begeben, mich da oben durchschlagen, bis zum Dungeon-Eingang und dass wir dann, wenn wir überhaupt so weit kommen, aber mit unseren neuen Begleitern gehe ich jetzt mal davon aus. Ich weiß noch nicht, wem wir... Die haben beide 1771. Sie hat am wenigsten Leben. Nehme ich die drei mit oder nehme ich... 1700 die drei mit. Was haben wir denn für Waffen? Die Axt, die man dabei geliefert kriegt. Die Axt. Komm, wir nehmen mal die 9. Rüstungstechnisch haben die ja die gleiche. Wird nur noch essen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch genug Braten ready habe. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sie hat gar nichts zu essen. Okay, ich besorge mal eben Essen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oben am Vulkan wieder. Ich habe ja auch nichts mehr zu essen, außer 8 Fleisch. Bis gleich. Jo, und nochmal hallo. Ich bin am Vulkan angekommen. Und die Tänzerin, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher dieses Animationsset von ihr herkommt. Beim ersten Mal ist es auch wirklich lustig, aber... Ich hatte gerade schon Schwierigkeiten, ihr Essen zu geben, weil sie einfach in unserer Schmiede rumlag und nicht hinterhergekommen ist. So, jetzt gucken wir erstmal, wie es läuft. Hier mit den Schnullibunnis. Sie ist schon wieder late für die Party. Ah, ich hab vergessen, dass ich... War nicht da runter. Und schon ist sie wieder am Tanzen. Ich weiß doch nicht, warum die beiden jetzt so Damage gekriegt haben. So, lass uns mal nach Edelsteinen suchen. Ne. Keine AOC-Edelsteine. So. Kam jetzt hier noch so ein Schnullibulli? Oh. Ihr wisst ja, der Weg zum Vulkan-Dungeon ist mein Lieblingsgang. Nichts, wo ich mich jemals hätte verlaufen oder ähnliches. Der ist nur Stufe 2. Ja, so muss das laufen. Und hier die Dolche. Taugen die was? Nicht wirklich. Ich habe jetzt natürlich auch keinen Träger. So, gehen wir direkt hier lang? Ich bin... Oh Gott. Wir stellen uns aber nachher noch ein Portal unten am Dungeon-Eingang.
kann ja keiner ertragen, was ich hier jedes Mal veranstalte. Vor allem ohne Doppelsprung hier runter ist für mich immer eine besondere Herausforderung. Ich weiß auch nicht, wo ich lang muss. Aber wie sagt man so schön? Für die Authentizität, ne? Ich wähle euch hier immer durch. Ich werde jetzt wieder Schaden kriegen, oder? Natürlich werde ich Schaden kriegen. Und wie ich Schaden kriege. Aber ich kann mir den Weg hier runter einfach nicht merken. Und merke jetzt, dass ich total bescheiden stehe. Super. Super, Burschi. Das heißt, ich muss jetzt auf die ganz andere Seite. Und da ist... Oh, das wird wehtun. Nee, da muss ich hin. So. Du musst euch wieder heilen. Zum Glück kriegen die NPCs keinen Schaden. Jetzt würde ich die ja alle umbringen. Wo ist das Licht? Da ist das Licht. Wir sind auf jeden Fall noch richtig. Immerhin habe ich das mittlerweile mal verstanden. Dass ich Richtung Licht muss. Komme ich denn nicht jetzt rüber? Waren hier nicht immer so Felsstücke, die jetzt so hier runtergeschwommen sind? Die man drauf springen konnte? Und die Tänzerin wieder drückt. Liegt wahrscheinlich schon wieder hinten am Boden. Nervige. Aber wir müssen darüber, ohne Doppelsprung. Das wird... Überlebe ich das überhaupt? Ich brenne nur ein bisschen. Oh Gott. Ja, masochistische Ader, das passt zu mir. Mach mal Licht an. Typi. Kann ja gar nichts sehen in deinem komischen Rumgehaspel. Oh, sie steht mal. Naja, sie tanzt. Ich glaube, wir nehmen da... Ich habe meine Heilung schon weg, wenn ich da ankomme, oder? Jetzt muss ich in die Mitte, ne? Ich vermisse den Doppelsprung. Da komme ich doch nie rüber. Ich doch nie im Leben rüber. Oh, ups. Ups, kleine Frau. Haben die ja in die. Ich habe auch den Eindruck, die halt reingestellt, überhaupt nichts. An deinem komischen Spielstil, du Vogel. Was? Wer hat das gesagt? Raus. Sie nach oben? Warum kann ich mir sowas nicht merken, ey? Alter, ich hasse es. Es gibt einen gewissen Telefonanbieter, der meint, es wäre eine gute Werbung für sich und sein Unternehmen, wenn er ständig Leute damit beauftragt, einen anzurufen. Und mir sogar mein Smartphone schon sagt, Achtung, das ist ein Spam-Anruf. Warum ist denn das hier so unfassbar dunkel? Bestimmt Nacht. Oh.
Alle meine Begleiter gingen neben mir. So, es war zwei. Eine liegt bestimmt wieder irgendwo rum. Ich muss mir den Schild nehmen, oder? Eigentlich sollte mir nicht so heiß werden, dass ich so viel trinken muss. Was wiegen die? Ich nehme den erstmal mit. Die sind nur 30 Gold wert, von daher. Nicht so wichtig. Da habe ich lieber sowas hier. Das ich schön zerlegen kann. Ich dachte gerade, die Tänzerin liegt wieder am Boden. Sie ist schon da. Okay, ich habe nichts gesagt. Mann, Gegner. Aua! Was ist das? Na, schnappt ihr euch. Ja, gut. Ich liebe deine brutale Art. Nein, das wollte ich gar nicht. Weg mit dem Wirbel. Okay, Ladies. Wir machen hier unten rum. Immer weiter da lang. Ich wollte hier ein Portal ausstellen, ne? Aber dafür muss ich wieder in den... Aber machen wir trotzdem. Einfach für zukünftige Besuche. Euch und auch mich weniger zu quälen. Jo. Nee, nicht der beste Spot. Die Tanztänzerin, ich fasse es einfach nicht. Ihr braucht dringend eine bessere Rüstung. Warum trinkst du nicht? Die extra die Superheiltränke gegeben. Ja, da ist sie wieder. Prinzessin. Och. Und sie hat was mitgebracht. Also solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euch eine Stormhold-Tänzerin zu holen. Kann schon ein bisschen Prinzessin sein. Oder nennt man das Diva? Naja, auf jeden Fall. Kann sie schon eigen sein. Ich habe ja jetzt mehr Gewicht, fällt mir gerade ein. Stimmt. Also nicht ich, also wir können jetzt mehr tragen. Ja, wir wollten noch einen Warp erstellen. Warps create. Vulkan. Oh, mich dann. So. Ach, keine Ahnung. Was nennen wir jetzt? Wir nennen es jetzt VKD. Da weiß ich genau, was damit gemeint ist. Im Ernst? Nein, natürlich nicht.
So. Wir gehen jetzt noch bis zu unserem. Liegt unsere. Die macht mich fertig, ehrlich. Die macht mich fertig. Ich liebe die Prinzessin. Aber sie haut gut Damage drauf. Da darf sie auch mal Prinzessin sein, oder? Oder Diva, je nachdem. Prinzessin ist wirklich unfair. Für alle kleinen Töchter und Mädchen da draußen. Aua! Haut den! Ich bin nicht hier zum Kämpfen. Solange Funcom das Kampfsystem nicht ändert, bin ich nicht hier zum Kämpfen. Ich bin nur hier zum Zugucken. Und ab und zu mache ich mal ein Poki-Poki. Was ist das? Wir können jetzt die Sprache der Schlangen, Mensch. Wir sind eine echte Gelehrte. Falls euch das bisher noch nicht bewusst war. So war hier nicht, ja. Schatze Truhe. Da ist ja nur Crap drin. Unverschämt. Unverschämt. So. Wo sind die Gegner da hinten? Ich weiß jetzt allerdings gerade nicht mehr. Haben wir die Schlangengedöns da schon alles gelernt? Nein, was war ihn da? Da muss ich blocken. Oh. Ach. Greift dir mal bitte jemand an. Hallo, Mädels. Please help. Haut doch mal zu. Seht ihr, wie ich den fertig gemacht habe? Ganz ohne Hilfe. Tschüss. Ich hab den nicht gekillt. Der ist schon alleine umgefallen. Ich kämpfe nicht. Hab ich da gerade noch Schlangenwurzel gehört? So. Wenn wir. Also ich dürfte das Rezept eigentlich noch nicht haben, ne? Das Schlangenzeug, richtig? Das heißt, wir müssen noch nach oben klettern. Wo war denn die Stelle? War das hier? Da? Versuchen wir mal.
Weil mir ist ja hier am Vulkan schon alles passiert. Was immer einem Spieler hier passieren kann, ist mir schon. Was? Will ich denn da tun? What the heck? Ich war doch hier auf der Ebene noch gar nicht. Hey! Was passiert hier? Wer hat. Ich bin gerade irritiert. Ist hier irgendjemand. Ist da ein Gegner oder ist da eine Statue? Ich bin da jetzt gerade mal. Das ist ein Gegner, oder? Ich würde jetzt hier nicht irgendeinen dunklen Ritter angreifen. Wo ist meine Tänzerin? Nee. Ich dachte gerade, die hätte ihn angegriffen. Okay, ich weiß nicht, wer der Typ ist. Ja, ist der Lootsack weg. Aber der scheint ja. Oh Gott, wer sind die denn? Was soll das denn? Alter, hör auf damit. Weißt du was? Tschüss. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich hab gerade keine Zeit zu reden. Scheiß auf alles. Tschüss. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jo, da melde ich mich dann auch noch ein letztes Mal zurück. Ich habe mich gerade im Schnitt entschieden, das Ende dieser Folge nochmal neu aufzunehmen. Manchmal ist es besser, man macht das mit ein bisschen zeitlichem Abstand zu den eigentlichen Geschehnissen. Ja, ihr habt ja am Ende der letzten Folge gesehen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob meine ursprüngliche Vermutung richtig ist. Dass es nur an dem Sprung lag, dass die beiden gestorben sind. Es kann natürlich genauso gut sein, dass es daran lag, dass sie noch im Kampf waren, obwohl die dritte der Begleiterin, die hier unten mit mir durchgekommen ist, fast volles Leben hat. Ich weiß es halt nicht. Ist durchaus möglich. Zwischendurch habe ich sie nicht auf Folgen gerufen. Das heißt, sie haben die ganze Zeit gekämpft. War natürlich komisch, dass sie beide sterben, wenn ich dadurch das Portal springe. Sei es drum. Nachdem ich ein sehr langes Wochenende hinter mir hatte, um die Swells zu leveln, habe ich mich jetzt dazu entschieden, die Kopie meines Savegames zu laden. Das heißt, die Abenteuer hier im Dungeon sind nie passiert. Die werde ich auch völlig ignorieren. Ich habe jetzt hier unten ein neues Portal aufgestellt. Das andere oben gibt es halt jetzt gar nicht. Die Begleiter stehen noch unten in unserer kleinen Säuberungsbase. Die sind noch nie hier gewesen. Und ich würde dann hier in der nächsten Folge starten. Ist eigentlich nicht so, wenn ich meines Falls verliere, dann stehe ich da auch zu, so traurig wie das ist. Aber nach dem Wochenende, nee. Ich habe so viele Stunden da rein versenkt, die Swals zu bekommen und sie zu leveln. Bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht zu bereit. Es tut mir auch ein bisschen leid. Ich weiß nicht, ob es an der Mod liegt oder an meiner Dusseligkeit. Eins von beiden. Aber ich kann dieses Opfer jetzt gerade einfach nicht bringen. Das schaffe ich nicht. Ja, das wollte ich euch nur noch mal sagen. Also, ich will das jetzt nicht hier völlig auf die Mod schieben. Ich hätte auch einfach nicht hingehen brauchen. Ich hätte direkt hier runterspringen sollen. Dann wäre es vielleicht gar nicht passiert. Aber it is what it is.
aber ich will jetzt auch nicht einfach über die Mod herziehen, wenn es vielleicht meine eigene Dösigkeit war. Das kann ich ja nun mal nicht ausschließen und deswegen nehme ich das Ende jetzt hier nochmal neu auf, weil meine erste Vermutung war natürlich, dass es an der Mod liegt und bin ich auch immer noch ein bisschen übermüdet vom Wochenende. Keine Ahnung. Aber es ist ein Spiel. Es soll Spaß machen. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, weil es soll ja auch mir Spaß machen, dass ich unsere beiden verstorbenen Begleiter wiederbelebt habe. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Fade away.